Johanna Fuhrmann ist 19 Jahre jung und Studentin an der Technischen Hochschule Deggendorf. Allerdings keine gewöhnliche, sondern eine der ersten im brandneuen Studiengang angewandte Trainingswissenschaften. Ja, bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Vor allem, weil mich eh schon immer die medizinische Richtung auch weniger interessiert hat. Sport mache ich eh schon seit der Grundschule eigentlich immer schon und das hat mir schon immer gefallen. Also von dem her ist das genau das Richtige für mich. Johanna und die 45 weiteren Studenten des Studiengangs sind dabei so etwas wie die Versuchskaninchen, natürlich im positiven Sinne. Der Studiengang startete nämlich erst zum Wintersemester 2014 und steckt daher noch in den Kinderschuhen. Es ist ein unikaler Studiengang, das heißt, es ist der einzige Studiengang an bayerischen Hochschulen, der die Trainingswissenschaften beinhaltet. Bisher waren die Trainingswissenschaften eine Domäne der Universitäten. Wir haben aber entsprechend dem Credo unserer Hochschule, angewandtes Wissen zu vermitteln, diesen Studiengang auch vor diesem Hintergrund initiiert, dass wir eine angewandte Trainingswissenschaft vermitteln, die vor allen Dingen für den Bereich Gesundheits-, Freizeit-, Rehabilitationssport nicht für den Hochleistungsbereich primär konzipiert ist, sondern sehr regional angebunden worden ist. Eigens für den Studiengang wurde in unmittelbarer Campusnähe ein Institut mit hervorragenden Bedingungen eingerichtet. Unter der Leitung von Professor Dr. Jens Martin vermittelt ein Team aus erfahrenen Professoren und Dozenten den Studenten in manchmal auch entspannter Atmosphäre trainingswissenschaftliche Kompetenzen, mit denen sie auf die demografische Entwicklung reagieren können. Dazu werden Mittel erarbeitet, die dabei helfen sollen, den Problemen des Älterwerdens frühzeitig entgegenzuwirken. Und das alles sehr praxisorientiert. Wir haben immer einen Teil, der natürlich eine Theorievermittlung ist. Und der zweite Teil wird seminaristisch durchgeführt, wo die Studenten ganz praktisch ihr Wissen anwenden können, was sie sich dort erarbeitet haben und umsetzen können in den verschiedenen Funktionsbereichen in unserem Institut. Besonderheiten an diesem Studiengang sind die Kooperation zum einen mit regionalen Sportvereinen sowie auch der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen in der Schweiz, in der die Studenten ein 6-wöchiges Modul in Richtung Hochleistungssport absolvieren. Herausragend ist auch die sportliche Vielfalt. Das praktische Angebot ist extrem breit gefächert. Es gibt 40 verschiedene Sportarten, von den Kernsportarten über Reha- und Gesundheitssport bis hin zum Erlebnissport wie beispielsweise Rudern. Gerade dadurch erhalten die Studenten einen großen Einblick in die Sportwelt und können sich im Laufe ihres Studiums schon in eine gewisse Richtung orientieren. Also bisher bin ich relativ zufrieden. Also nebenbei das Praktikum läuft super beim Schwimmen. Dann, wir haben einen C-Trainerschein gemacht im Breitensport. Und das ist, da hat man einfach einiges an Erfahrungen jetzt schon mitbekommen. Und vor allem unsere Professoren sind halt auch in den Gebieten, diese lernen einfach wirklich gut drauf. Vor allem der Dr. Martin hat wirklich ein extrem breit gefächertes Wissen über Sport, über Verletzungen, über Sportmedizin. Und das ist auf jeden Fall hilfreich für unsere spätere Zukunft auch. Allerdings gibt es hinsichtlich der späteren Berufswahl unendlich viele Möglichkeiten. Die klassischen Bereiche wie Fitnessstudio oder Trainerarbeit, die sind natürlich vorhanden, aber durch die Vermittlung spezieller Kompetenzen sind unsere Absolventen dann auch in der Lage, im Rehabilitationssport zu arbeiten, mit einer entsprechenden Vorbildung, die wir schon haben. Die Studenten haben die Möglichkeiten, in Krankenkassen, in Sportverbänden eingesetzt zu werden, mit den entsprechenden Kompetenzen, dass sie natürlich viele, viele Praxiskompetenzen sich schon erarbeitet haben. Zum aktuellen Zeitpunkt können aber die meisten Studenten noch keine Entscheidung über ihren Berufswunsch treffen. Ja, momentan eigentlich eher noch nicht so. Ich habe jetzt von vornherein gesagt, ja, ich schaue mir das jetzt erst einmal ein wenig an. Und mein Gott, da kann man ja in viele Richtungen gehen. Also mich hat momentan Reha ziemlich interessieren. Man kann in die Gesundheitsrichtung gehen, man kann rein in die sportliche Richtung gehen, ein Trainer werden oder wirklich halt zum Beispiel in die Reha, in die Prävention. Personal Training kann man machen in einem Fitnessstudio und so weiter, aber ich habe da noch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo es mich hinzieht, das werde ich erst noch herausstellen. Boah, das lasse ich wirklich erstmal auf mich zukommen. Erstmal den Bachelor zu Ende machen und dann irgendwie in die Vertiefung vielleicht Leistungssport, Master noch draufsetzen. Ja, also da lasse ich wirklich noch die Zukunft einfach mal in weiter Ferne, sagen wir es mal so. Aber unabhängig davon, wohin es diese Studenten irgendwann einmal führen wird, für die Region Niederbayern ist der Studiengang der angewandten Trainingswissenschaften ein klares Signal in die Zukunft.